Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Klein und Kurvig Video. Ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt, denn ich werde heute etwas Neues probieren. Ihr habt sie bestimmt auch schon alle überall gesehen und ich glaube, einige von uns haben sich gewünscht, dass dieser Trend sich nicht durchsetzt und dass er irgendwann wieder verschwindet. Aber da es wohl nicht so scheint, werden wir heute versuchen, ein paar schöne Looks mit Radlerhosen zu kombinieren. Ja, genau, ihr habt richtig gehört, diese fiesen kleinen Dinger, kurzen Hosen, die so scheinbar gar nichts verzeihen, aber ich habe mich mal ein bisschen hingesetzt und mir ein paar Sachen rausgesucht, von denen ich denke, dass ich sie gut tragen kann, also dass auch Frauen mit ein bisschen Bauch oder mehr Beinen und mehr Po sowas gut tragen können. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Looks aussehen, dann bleibt gerne dran. Ihr habt es ja alle in den letzten Wochen mitbekommen, ich bin drauf und dran, ein bisschen Gewicht zu verlieren. Also aktuell sind es fast 10 Kilo, die ich abgenommen habe seit letztes Jahr Dezember. Und ich fühle mich gut in meinem Körper. Ich habe das Gefühl, ich kann mich mehr Sachen trauen, ich kann was Neues ausprobieren. Ich bin ja grundsätzlich jemand, der schon sehr offen ist, was das Thema Mode anbelangt. Also ich probiere wenigstens alles mal an. Aber es gibt immer noch so ein paar Sachen, da wo selbst ich sage, lasst das mal lieber Leute machen, denen das besser steht. Aber bei diesem Trend konnte ich jetzt einfach irgendwann nicht mehr Nein sagen, weil, na klar, zum einen sieht es süß aus. Diese Radlerhosen mit einem schönen Look kombiniert, das sieht niedlich aus, das sieht sportlich aus und das ist bestimmt sowas von bequem und daran will ich auch teilhaben. Also gibt es heute von mir mal 4 Looks, die ich sehr, sehr hübsch finde und ich hoffe, euch gefallen sie auch. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach direkt mal an. Ihr seht vielleicht, ich habe heute eine Hose angezogen, die ich schon lange nicht mehr anhatte. Die sitzt sehr locker und darum dachte ich mir, warum nicht einfach mal was Neues ausprobieren? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass besonders dieser Radlerhosentrend noch länger bleiben wird, denn er ist ja auch schon eine Zeit lang hier. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass besonders so in dieser Übergangsphase zum Herbst hin, also wenn es mal wieder ein paar kühlere Tage gibt oder kühlere Abende gibt, das halt ein toller Stil ist, den man bequem und lässig oder halt auch vielleicht ein bisschen schicker anziehen kann. Ja, und was ich mir jetzt so ausgesucht habe, das zeige ich euch jetzt. Ich fange mal mit dem ersten Look an. Mein allererster Look ist tatsächlich, ich glaube, der unspektakulärste von allen, die ich rausgesucht habe. Aber ich dachte, wir fangen einfach mal sanft an und steigern uns. Und ich glaube auch tatsächlich, das ist der Look, den man mit Radlerhose so am allermeisten findet. Also einfach eine Radlerhose. Die sehen ohne was drüber schon ein bisschen seltsam aus, muss ich sagen. Die ist jetzt ganz cool, weil die so ein bisschen einen breiten Bund hat. Also tut auch noch was für meine Figur. Und darüber ein richtig großer, oversizeder Hoodie. Kann auch der vom Freund sein. Ich habe mir jetzt selbst eine bestellt, weil ich habe einen in einer anderen Farbe gebraucht, aber zum Beispiel, wenn man irgendwie bei einem Kumpel ist oder wenn man einen Freund hat oder einen Mann hat, der sowas hat, kann das echt ganz niedlich sein. Und was ich an diesem Stil oder an dieser Stilrichtung grundsätzlich gerne mag, ist, dass es die Beine betont, denn ich mag meine Beine sehr gerne. Also das ist, glaube ich, so ziemlich die schmalste Stelle an meinem Körper. Meine Hauptproblemzone ist ja so mein Bauch. Deswegen ist das für mich ganz gut, dass der Fokus auf den Beinen liegt. Ich habe es jetzt einfach kombiniert mit einem ganz simplen weißen Sneaker und solchen Spitzensöckchen. Die fand ich ganz niedlich. Hätte vielleicht eine andere Farbe sein können oder oben nochmal irgendwas Weißes aufgreifen, wäre auch cool. Aber an sich fühle ich mich nicht unwohl. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das was ist, was ich gar nicht tragen sollte, weil es irgendwie unvorteilhaft aussieht. Es ist natürlich ein sehr, sehr jugendlicher Stil, aber ich bin noch nicht mal 30. Ja, ich darf das tragen. Und es ist auf jeden Fall bequem. Also darüber lässt sich auf keinen Fall streiten. Das hier ist ultra bequem. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen netten Familienausflug mache, mit den Kindern irgendwo wandern oder spazieren gehe oder auf den Spielplatz gehe oder mal in die Stadt gehen, Eis essen, finde ich, kann ich das tragen. Ihr könnt mich ja sehr gerne mal in den Kommentaren wissen lassen, was ihr von diesem Look haltet. Für den zweiten Look gibt es ein bisschen mehr Farbe. Eine Farbe, die ihr an mir noch nie gesehen habt. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht, aber ich zeige es euch mal. Look Nummer 2 und ich fühle mich so wohl und ich habe es nicht erwartet, aber ich finde,
ich sehe cool aus. Sagt man das noch so? Habe ich mich jetzt gerade uncool gemacht? Egal, fangen wir einfach mal oben an. Ein fliederfarbenes Batik-Optik-Shirt habe ich in meinem Leben noch nicht angehabt. Aber ich glaube, ich kann Flieder tragen. Sagt mir, wenn ich es falsch einschätze, aber ich habe das Gefühl, das ist eine Farbe, die geht ganz gut so mit meinem Hautton und mit meiner Haarfarbe. Und ich mag die Batik-Optik. Ich mag auch den Schnitt vom Shirt. Ich mache es mal raus für euch. Denn das ist so ein bisschen oversized, aber nicht zu breit. Aber es hat eine schöne Länge, sodass es auch ein bisschen über den Po geht. Das finde ich eigentlich bei solchen Radlerhosengeschichten schon ganz wichtig. Ich habe nachher mal was anderes mitgebracht, dass wir mal den Unterschied sehen können. Und ich liebe die Ärmellänge. Also einfach, dass das bis in die Ellbeuge geht, finde ich richtig cool. Zur Radlerhose selbst. Das ist eine ganz normale schwarze und die ist ein bisschen kürzer als die vorher. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Also ich glaube, die Stelle, an der die endet, ist gar nicht mal so verkehrt. Noch kürzer, finde ich, dürfte sie nicht sein. Dann wirken die Schenkel breiter. Aber wenn die so ein bisschen Richtung Knie hingehen, zu dieser schmalen Stelle, die man hier am Knie hat, glaube ich, ist das eigentlich ganz cool. Und ich war mir sehr unsicher bei der Kombination Shorts und Stiefel. Ich liebe Boots. Ich bin so ein Boots-Mädchen. Wenn es eine Sache gibt, die ich am Sommer nicht mag, ist es, dass es zu warm ist für Stiefel. Aber ich war mir halt einfach unsicher, ob es die Figur staucht, also ob meine Beine recht kurz wirken. Ich finde es aber gar nicht so schlimm. Also ich glaube, dadurch, dass halt viel Haut dazwischen ist, wirken die Beine jetzt nicht so kurz. Und hallo, ich kann Stiefel tragen. Also bin ich mit dem Look sowieso schon happy. Aber ihr könnt mir ja gerne nochmal schreiben, was ihr davon haltet. Ich fühle mich darin tatsächlich sogar noch ein bisschen wohler als in dem Hoodie, weil ich das Gefühl habe, in dem Hoodie geht vielleicht meine Figur noch ein bisschen mehr unter. Und das hier finde ich richtig, richtig gut. Für den nächsten Look habe ich eine klassische Chucky-Kombi mitgebracht und zwar ein bisschen was Eleganteres. Natürlich, das darf nicht fehlen, wenn ich ein Klamottenvideo mache. Ich habe eine Bluse dabei. Wir werden mal versuchen, eine Bluse mit einer Shorts zu kombinieren und einfach mal gucken, wie es so aussieht. Ist total mein Ding. Ich bin ein absoluter Freund von eleganten Sachen. Ich glaube, das wisst ihr auch mittlerweile, wenn ihr mir schon länger folgt. Ich stehe auf schicke Schuhe, auf Culottes, auf alles, was so ein bisschen Weiblichkeit ausstrahlt. Das gefällt mir einfach richtig gut. Und ich finde, diese Kombi hat das total, aber ein bisschen laid down, mit ein bisschen einem sportlichen Aspekt. Und ich finde das tatsächlich sehr, sehr cool. Also, fangen wir mal bei der Short an, um die es hier eigentlich geht. Die ist richtig schön. Die hat wieder so einen richtig coolen High-Waist-Bund. Der ist auch schön stramm. Also, der schummelt nochmal ein paar Kilos weg. Und ich liebe die Farbe. Dieser Mintton ist richtig schick. Die Länge ist auch wieder super. Also, die ist ungefähr genauso lang wie die schwarze, würde ich jetzt mal sagen. Sitzt sehr angenehm, hat keine Außennähte. Also, macht einfach eine schöne Figur, finde ich zumindest. Ihr könnt mir wieder gerne sagen, wenn ihr es anders seht. In Kombination, also vor allen Dingen dieser Farbton in Kombination mit einem Weiß, finde ich mega. Ich glaube, besser kann man die Farbe nicht unbedingt kombinieren als mit Weiß. Da finde ich, wirkt die richtig schön. Und hier vorne ist ja auch noch so ein weißes Nike-Zeichen drauf. Das ist nicht gesponsert, aber man sieht es. Und da finde ich das schön, wenn sich das einfach nochmal wiederholt. Ganz cool finde ich, dass diese Bluse, die ist ja so ein bisschen auch oversized und lang, also man könnte die auch einfach hängen lassen, so eine coole Länge hat, wo man die Short nur noch so ein bisschen sieht. Also das mag ich. Das ist so ein bisschen wie wenn man einen großen Pulli anhat und unten guckt noch so ein bisschen das Kleid raus. So fühlt sich das an. Und ich finde, das wirkt einfach sehr schön. Ich finde, durch den hohen Schuh wird das Bein nochmal gestreckt. Auch eine Sandale, finde ich, passt erstaunlicherweise gut zu so einer sportlichen Hose. Also alles in allem, ich glaube, das könnte mein Favorit sein bis jetzt. Also es gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber ich fühle mich darin einfach sehr gut. Und das ist auch was, wo ich jetzt sagen würde, das ist nicht unbedingt ein neuer Style für mich, weil das und das ist sowieso meins. Das habe ich im Kleiderschrank und oft an. Und die Farbe von der Hose ist auch voll mein Ding. Also damit würde ich auf jeden Fall auch abends ins Restaurant zum Essen gehen zum Beispiel. Jetzt habe ich aber noch einen Look für euch. Den habe ich mir mit Absicht bis zum Schluss aufgespart. Der ist nämlich sehr gewagt für mich, denn wir haben ein bauchfreies Oberteil dabei. Aber ich glaube, ich ziehe es einfach mal an, damit wir schauen können, wie es so aussieht.
erste Look für diesen Tag ist meiner Meinung nach sehr gewagt für mich, aber ich finde es jetzt nicht blöd. Ich fange mal mit der Short an, denn die ist nicht nur, also der Look ist nicht nur gewagt, weil das Oberteil bauchfrei ist, sondern diese Short ist gestrickt. Das heißt, die hat nochmal ein ganz anderes Material und verzeiht ganz anders als die anderen. Das heißt, da muss man schon so ein bisschen aufpassen, was zieht man drunter. Das Material verzeiht einfach nicht. Ich bin mir auch gerade unsicher, ob ihr vielleicht sogar meine Unterwäsche durchsehen könnt. Ich glaube schon, habe die falsche Farbe an, aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist jetzt nicht so ein stretchy Teil mit Bund, wo man einfach nochmal vielleicht so 1-2 Kilo weg schummelt, sondern da sieht man alles. Aber ich mag die Machart. Also ich finde es einfach süß, das Gestrickte. Strick ist sowieso voll mein Ding. Ich finde die Länge auch wieder sehr schön. Die ist jetzt, ich glaube, mit die längste, die ich heute anhatte. Hätte eine Nummer kleiner sein dürfen, dass sie vielleicht ein bisschen enger sitzt, weil das soll eine Short natürlich schon. Das soll nicht aussehen wie irgendeine Baggy-Jogginghose. Also die sitzt einfach ein bisschen locker. Aber grundsätzlich finde ich die Kombi süß. Also wenn wir uns jetzt mal das Oberteil, den Kombi anschauen, das ist sehr kurz geschnitten. Also da muss man schon aufpassen, dass man keine einen Boob-Blitzer hat, wobei ich darunter vielleicht sogar, wenn man nicht gerne ganz so nackig ist, so ein Bustier anziehen würde, weil das sieht süß aus. Also selbst wenn man sich dann streckt und man sieht ein bisschen Spitze, das kann sehr schön wirken. Und ich mag auch wieder die Ärmellänge an dem Top und ich fühle mich in dem Top nicht unwohl. Ja, es ist bauchfrei, aber ich finde es ganz okay. Ich würde das aber wahrscheinlich eher zu einer anderen Hose kombinieren oder zu einem Rock kombinieren, wo nicht hier eng ist und hier bauchfrei. Aber es war sehr spannend, das mal zu sehen. Ihr könnt sehr gerne wieder in die Kommentare schreiben, wie ihr den Look findet. Das wäre für mich jetzt halt wirklich so ein klassischer Loungewear-Look. Also damit würde ich nicht ins Restaurant gehen, aber auf jeden Fall irgendwas Gemütliches machen, einen Filmabend bei Freunden oder so. Da könnte ich mir den auch vorstellen. Das waren sie jetzt also, meine 4 Radlerhosen-Looks für Frauen mit ein bisschen mehr auf den Rippen oder Kurven oder Problemzöhnchen, wie auch immer ihr das sagen möchtet. Ich hatte euch übrigens auch auf Instagram gefragt, was ihr denn davon haltet, dass klein und kurvig einfach das klein und kurvig bleibt, denn ja, ich habe Gewicht verloren, aber als ich angefangen habe mit klein und kurvig, war ich nochmal bestimmt gute 5 Kilo oder 6 Kilo leichter wie jetzt. Also hat für mich ein Gewicht nicht unbedingt was damit zu tun, dass man ein paar Kurven hat oder ein paar Pölsterchen hat oder irgendwas hat, wo man gerne die Kleidung drumherum bauen möchte. Und deswegen finde ich klein und kurvig immer noch sehr, sehr passend. Ich hoffe, für euch ist das auch okay so. Also ich habe jetzt nicht vor, das Format einfach aussterben zu lassen. Und diese Looks heute waren definitiv für Frauen mit Kurven geeignet. Also für mich persönlich, meine Problemzone oder die Zone, die ich ja meistens versuche, einfach so ein bisschen zu kaschieren oder schön zu umspielen, ist mein Bauch. Und das funktioniert bei einer Radlerhose erstaunlicherweise sehr gut, denn wir kennen das alle auch von Jogginghosen oder Leggings. Eine Radlerhose gibt es auch mit einem super praktischen High-Waist-Bund, der am besten noch komplett aus Gummi ist, damit er alles flach drückt. Und das geht auch bei den Radlerhosen. Ich mag ja meine Beine gerne, habe ich euch gerade schon mal gesagt. Deswegen finde ich es schön, dass die da betont werden. Eine kurze Hose kann man auch im Herbst super anziehen mit einem Hoodie. Die kann man auch im Sommer tragen. Die ist halt praktisch, vor allen Dingen für mich als Mama, wenn ich mit den Kindern rausgehe. Aber zum Beispiel dieser Blusenlook mit dieser mintfarbenen Hose finde ich persönlich auch im Urlaub im Restaurant sehr gut geeignet. Auch hier in die Stadt mal abends einen Cocktail trinken, würde ich das auf jeden Fall anziehen. Ich habe euch ja schon gebeten, mal in die Kommentare zu schreiben, was ihr davon haltet. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Also ich glaube, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Es gibt bestimmt viele, die Radlerhosen nicht so toll finden. Aber sagt doch mal, wie ihr diese Looks fandet und ob sie mir stehen, was davon ihr findet, mir am besten steht. Und ich werde dann gerne mit euch in den Kommentaren da ein bisschen drüber sprechen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, das dürft ihr sehr, sehr gerne jederzeit tun. Das ist kostenlos. Ich freue mich, wenn die Community wächst und wir uns einfach gegenseitig alle ein bisschen inspirieren können. Vergesst auch nicht, bei Instagram vorbeizuschauen. Da hat sich übrigens mein Name geändert. Ja, ich habe mich getraut, meinen Instagram-Namen endlich zu ändern. Ich hatte das ja schon lange vor. Also falls ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt, dann macht das sehr, sehr gerne. Und ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss!